Ein schöner Zylindersekretär, den ich auch gerne aufgearbeitet habe. Allerdings war die Restaurierung eigentlich zu aufwendig. Und das ist ein großes Problem bei Restaurierungsobjekten. Man sieht sie vielleicht oft erst anhand von Fotos und dass das Teil dann hier ist. Und beim genaueren Durchsehen sieht man dann doch, dass man sich da vielleicht mal ganz schön verkalkuliert hat. Gerade an dem Objekt zeige ich auch mal gleich, woran es lag, dass das so viel Arbeit war. Hier lag also wirklich ein großer, grober Konstruktionsfehler vor, der die ganzen Schäden verursacht hat. Er war auf jeden Fall mit 173 Stunden Restaurierungszeit eigentlich nicht mehr bezahlbar von Privatleuten, denn wer kann sich bei den heutigen Stundenlöhnen so etwas leisten? Ich sehe in der Zukunft nur, dass immer mehr Privatleute es in ihrer Freizeit schaffen, ihre Objekte zum Teil selber wieder herzurichten. Viele haben ja handwerkliches Geschick und interessieren sich gerade für Möbel und mit entsprechender Anleitung sehe ich da auch nicht das große Problem. Denn man muss ja überlegen, dass gerade diese alten, 200 Jahre alten Objekte auch gar nicht mit Maschinen hergestellt worden sind. Das heißt also, auch damals haben die Leute wirklich nur ganz einfaches Handarbeitszeug gehabt. Zum Handarbeitszeug zählen eben Sägen, Hobel, Stechbeitel, Messwerkzeuge und so weiter. Aber keine teuren, sehr teuren Maschinen eben. Was man wirklich braucht, ist Begeisterung und Zeit, so ein Teil wieder herzurichten. Und nun mögen Sie sagen, ja, aber was ist denn mit den ganzen Furnieren, wenn Furnierstücke fehlen und so weiter? Das ist ja heute auch gar kein Problem. Man kann ja heute im Internet-Shops, bekommt man so ganze Blöcke, man oft werden sie benutzt für Messergriffe und so, aber da gibt es in allen Holzarten eigentlich zu kaufen und kann sich entsprechend der Dicke des Furniers hier Teile absägen, sodass man wirklich auch solche Objekte dann restaurieren kann. Und wir haben das Besondere, dass man wirklich, wenn man Haut- und Knochenleim benutzt, das ist ja auch wieder ein Material, was auch für diese Objekte damals benutzt worden ist, das ist eigentlich das ideale Mittel, um all diese Restaurierungsarbeiten durchzuführen. Hier sehen wir jetzt den Zylindersekretär auseinandergenommen. Wir haben also erstmal hier den kompletten Korpus. Die Rückwand ist abgenommen. Dann hier die ausziehbare Schreibplatte. Die Zylinderklappe, mit der alles verschlossen wird oben. Dann hier das Eingericht oder Innenleben, wie man auch sagt. Und die drei Schubladen. Beim Einbau kommt natürlich erstmal das Innenleben von hinten hier herein. Hier befindet sich rechts und links eine Nut und da wird das Innenleben einfach eingeschoben, denn hier haben wir verlängerte Schwalben einer Zinkung, die da eingreifen. Hier schiebe ich jetzt das Innenleben von hinten in den Korpus herein. Zum Schluss befestige ich noch rechts und links jeweils einen geschmiedeten Nagel. Denn nur durch diese beiden Nägel war das Innenleben gesichert, um eben nicht nach hinten weggedrückt werden zu können. Auch die Schreibklappe wird von hinten eingeführt. Und auch die Zylinderklappe. Und danach wird dann halt die Rückwand angeschraubt. Sie war auch angeschraubt und das ist natürlich auch ganz gut. So kann man Einzelteile herausnehmen und sie eventuell noch verändern. Ja, von vorne schlägt also das Innenleben dann hier gegen einen Falz an und ist damit arretiert nach vorne. Hier kommt jetzt die
Klappe raus. Ich jetzt noch drüber befördern. Ohne dass mir was kaputt geht. So. So, mal das Innenleben ein bisschen nach vorne. Klappenschlüssel. Und erst jetzt kommen dann die Griffe. Wenn die Griffe hier eingelassen, die habe ich jetzt hier mit Schrauben versehen, weil wenn ich jetzt einleimen würde, müsste man die immer wieder absägen oder bekommen sie ganz schwierig raus. Und so kann man dann die Griffe immer wieder lösen und die Klappe auch nach hinten hin rausnehmen. Sonst stößt sie natürlich hier vorne davor. Man bekommt sie nicht nach hinten hin raus. Hier sehen wir jetzt den Korpus vor der Restaurierung. Die rechte Seite, im oberen Bereich ist der Korpus gezinkt. Man sieht hier, dass sich das Blindholz mit dem Furnier komplett gelöst hat. Man sieht auch links einen Riss, der von oben bis unten durchgeht. Die rechte Seite sieht nicht besser aus. Genauso auch hier ein großer durchgehender Riss. Von innen sieht das so aus. Sieht man genau, wie sich die Zinkung gelöst hat, der Deckel oder das obere Brett sich gewölbt hat, mehr oder weniger. Und wirklich ein großer, fast 1 cm breiter Riss sich auf beiden Seiten runterzieht. Natürlich große Furnierfehlstellen. Furnier hat sich großflächig gelöst. Innen im unteren Teil sieht man jetzt hier noch die Laufleiste, aber es fällt schon auf, es müsste ja im unteren Bereich eigentlich entweder auch eine Zinkung da sein oder zumindest ein Rahmen. Es handelt sich ja hier um einen Korpus in Brettbauweise. Beim Stollenbau wäre das anders, aber hier müsste eigentlich unten Rahmen oder auch eine Zinkung vorhanden sein. Aber wenn wir auf die linke Seite schauen, da ist die Laufleiste ab, ganz ab, da sieht man, dass da ja eigentlich gar nichts vorhanden ist. Wenn ich dann hier in den Korpus komplett hinten hineinschaue, sehe ich, dass hier ein gravierender Konstruktionsfehler vorliegt. Denn man muss sich ja vorstellen, dass die großen Schubladen, jedes Mal, wenn sie reingedrückt werden, gestoppt werden durch die Rückwand. Und wenn ich es im unteren Bereich jetzt gar keinen Halt habe, nur diese Laufleiste, keinen Rahmen, keine Verzinkung, die unten das stabil hält, dann ist passiert das, was eben hier passiert ist. Der ganze Korpus rechts und links, also die Seitenbretter, lösen sich dann irgendwann langsam an der Verleimung. Die Seitenwände bestehen ja jeweils aus zwei Brettern. Und der ganze Sekretär geht auseinander. Die Seitenwände waren jetzt als erstes neu zusammenzufügen. Wie man hier an dem Bild schon sieht, war das leider ganz einfach mit einer Verleimung gar nicht mehr möglich. Trotz Zusammenzwingen war eine riesige Fuge vorhanden, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als hier eine neue Fuge, eine Gerade zu fräsen und dann hier Hölzer einzuleimen. In diesem Bild hier sieht man nochmal ganz klar,
dass wirklich der ganze Korpus auseinander war und dass es wirklich notwendig war, erstmal diesen Korpus wieder total zu stabilisieren, bevor man weitere Schritte unternehmen konnte. Da die hintere Leiste derart kaputt und vom Holzwurm zerfressen war, galt es erstmal diese zu ersetzen. Mit so einer Schablone habe ich dann die Zinken eingesägt und dann dieses Stück passgerecht eingebaut. Der Korpus ging ja einigermaßen hinten jetzt auseinander und konnte dann die entsprechenden Querleisten herstellen. Oder besser gesagt Querbretter. Mit Schlitz und Zapfen natürlich. Damit da wieder jetzt ein vernünftiger Rahmen entsteht. Bei diesem Objekt, muss ich allerdings sagen, wäre ich ohne meine Oberfräse aufgeschmissen gewesen. Denn wie man ja hier sieht, ist auch im Außenbereich nochmal eine Einfräsung notwendig, weil die Fuge unterschiedlich breit ist. Und nur mit der Oberfräse kann ich eine gleichmäßige Fuge hier herstellen und dann einen hier natürlich Mahagoni-Span einleimen. Von innen war ja keine durchgehende Fräsung möglich, wegen unterschiedlicher Ebenen. Aber hier von außen ist natürlich ein durchgehender Span gut einzulegen. So eine Einfräsung ist natürlich schon ein großer Eingriff in die Substanz, den man ja eigentlich auch vermeiden will. Und er ist auch meistens eigentlich nicht notwendig. Wenn wir hier mal die Seite eines Sekretärs anschauen, haben wir auch eine Fuge. Aber der Korpus an sich ist noch sehr stabil. Wenn man innen reinschaut, innen erkennt man dann auch gleich den Grund für diese Fuge, weil nämlich hier diese Querleiste das Ganze absperrt. Und bei einem Schwund von diesen beiden Blindholzbrettern hier ist dann hier einfach dieser Riss entstanden. Wenn ich jetzt hier die Leiste rausnehme, kann ich höchstwahrscheinlich hier das Ganze wieder komplett zusammenleimen. Falls die Fuge außen bleibt, kann man dann eventuell auch einen konischen Span einsetzen, sodass man auf jeden Fall keine Einfräsungen hier machen muss. Bei solchen großen Defekten am Blindholz ist es natürlich zwingend notwendig, erstmal dieses zu ersetzen, bevor man dann an die Furnierarbeiten geht. Und wie man dann hier auch in dem Bild sieht, habe ich dann auch oben im Bereich des Deckels, der ja wirklich eine sehr große Spannung auch besaß, durch, das sah man ja an dieser Wölbung, nochmal Dreiecksklötzchen zusätzlich zur Verzinkung eingeleimt. Von den Füßen waren anderthalb Originale noch vorhanden. Das war natürlich jetzt die Herausforderung, diese originalgetreu nachzumachen. Natürlich hätte man hier auch einfache, massive Mahagonifüße nehmen können. Und da wäre man sicherlich nach einer Stunde fertig gewesen. So, bei diesen Furnierarbeiten habe ich also über 5 Stunden gebraucht. Man sieht, da die Füße ja seitlich überstehen, muss erstmal oben Furnier aufgeleimt werden und dann rundherum eben das andere Furnier. Dann wurde das Ganze noch entsprechend gefärbt, damit es dem Original möglichst gleich kam. Risse in einer Zylinderklappe, das ist natürlich schon recht übel. Man weiß nie genau, ob man das wieder vernünftig verleimt bekommt. Und wie man hier sieht, handelt es sich ja hier um eine Hirnholzleiste, die sich schon zum Teil abgelöst hat und jetzt sozusagen 1 Zentimeter fast tiefer sitzt als die übrige Klappe. Zum Glück konnte ich dieses Teil in die Thermokammer, also mittels Wärme, schon mal so etwa in die richtige Position wieder bringen und dann mit entsprechendem Haut- und Knochenleim und Schraubzwingen habe ich es dann doch geschafft, diese Fuge wieder dicht zu bekommen.
Aber auch die Klappe hat an anderen Stellen noch üble Abnutzungsspuren, wie man hier sieht, sodass auch hier nochmal eine Neubelegung mit Holz notwendig war, einfach weil sie sich so abgeschliffen hat hier am Rand, dass sie keine vernünftige Führung mehr hatte. Furniereinsatzarbeiten gab es unzählige. Zum Teil konnte ich das Furnier der Füße mitbenutzen an besonders sichtbaren Stellen, aber natürlich muss ich auch viel neues Furnier einsetzen. Hier mal zwei gravierende Schäden, einmal hier oben an der Platte. Das sind einfach dann Schäden, die sich durch Einsatzarbeiten nicht mehr beheben lassen. Da muss man dann einfach auch mal größere Stücke einsetzen, wie ich das hier gemacht habe. Auch an der Ausziehplatte gab es einen großen Furnierschaden. Hier unten rechts sieht man, dort wo die Zylinderklappe immer aufgeschlagen hat, dass da das Furnier ganz weg ist. Da habe ich dann auch ein größeres Stück eingesetzt, damit es wieder vernünftig aussieht. Neben den Schäden im hinteren Bereich bei den Schubladenattrappen hier gab es aber auch noch andere Probleme bei der Schreibklappe. Zu diesem Sekretär gehört diese Ausziehplatte, auf der man dann schreiben kann. Ja, wie man sieht, haben wir hier eine ganz große Fuge, fast einen Zentimeter. Das ganze Teil ist so gebaut, wir haben einen Rahmen mit einer Füllung. Und die Füllung, also der Rahmen ist furniert, Mahagoni furniert. Die Füllung, da war jetzt mal anscheinend Filz mal drauf oder irgendwas anderes. Und das Ganze ist natürlich durch Schwund, ist jetzt die Füllung so zusammengezogen, dass wir jetzt hier so eine große Fuge haben. Was jetzt tun? Nicht jetzt hier mal, hier kommt ja auch ein bisschen Belastung drauf beim Schreiben. Also die, das drückt auf jeden Fall durch. Denn, wie man hier sieht, gibt es hier noch eine Nut, da ist die Füllung eingelassen. Ja, jetzt ist die Frage, wie das zu restaurieren ist. Muss auch irgendwie zeitlich nicht zu aufwendig sein, da ich sowieso schon so viele Stunden hier mit diesem Sekretär verbracht habe. Klar, man könnte natürlich das komplett entleimen und neue Holz einsetzen, wieder alles zuleimen. Oder dann ist ja klar, wie aufwendig das ist hier mit diesen Furnierarbeiten dann. Ja, jetzt gibt es die Möglichkeit, das könnte man natürlich sagen, man setzt sie einfach jetzt an Span ein. Dann müsste man allerdings hier dafür sorgen, dass es nicht mehr so vibriert, ne, vibriert nicht, aber nicht mehr so, dass sich nicht durchdrücken lässt. Müsste man da etwas gegen machen. Und zwar, vielleicht dann von der anderen Seite, könnte man jetzt hier eine Leiste vorleimen. Damit würde man ja verhindern, dass weiterhin diese Füllung hier nach unten zu drücken ist. Ja, welche Möglichkeit ich mir jetzt noch gedacht habe, ist, dass ich hier die Füllung einsäge oder einfräse und dann dieses Stück hier rüber drücken kann. Dann kommt das wieder in die Nut und setzt dann hier zwischen einen Span ein. Dann sitzt die Füllung wieder richtig fest. Finde ich eigentlich die beste Lösung jetzt hier. Den ersten Sägeschnitt habe ich jetzt mit diesem Multimaster durchgeführt, durch die Füllung hier durch, sodass ich dann mit dieser Japansäge jetzt einen Schnitt durchführen konnte, parallel zur Rahmenkante hier. So, jetzt versuche ich die Füllung wieder in die Nut zu bekommen. Dadurch komme ich dann auch hier mit dem Furnier wieder
an diese Ausbrüche heran. Sieht schon mal ganz gut aus jetzt hier. Und setze jetzt hier dann einen neuen Span ein. Bei dieser Ausziehplatte des Zylindersekretärs kommt ja auf dieser Mitte hier eine Schreibauflage, Filz oder Leder. Die muss natürlich hier genau eingepasst werden. Nun ist aber der Rand hier sehr ausgefranst, wie man hier sieht. Bedingt durch den Schwund der Füllung wirklich extrem viel Risse. Hier die ganze Seite ist eigentlich hinüber. Also wenn man da jetzt mit Schellackit was einsetzt, das bricht alles irgendwie wieder raus. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, erstmal hier das sozusagen den Rand weiter rüber zu setzen, indem ich jetzt hier diesen defekten Teil einfach abschneide. Ich könnte hier natürlich eine Ader einsetzen oder lässt es einfach breiter, das Ganze dann. Also die Schreibauflage wird dann etwas größer. Die Schreibauflage hier etwas größer zu machen, ist mit Sicherheit auch besser, denn die Schreibauflage ist ja Filz oder Leder und ist viel flexibler und kann dann hier keine weiteren Schäden verursachen. Denn hier ist ja ursprünglich das Furnier über die Fuge drüber geleimt worden. Also gerade, also hier ist die Fuge zwischen Rahmen und Füllung, sieht man ja hier verlaufen. Da entstehen natürlich die größten Spannungen. So ist das jetzt viel besser, sodass also Rahmen und Füllung mehr getrennt sind und die Schreibauflage dann hier die Verbindung darstellt. Die Laufleisten der Schubladen bestanden aus Gradnutleisten, sodass sie einfach herauszunehmen waren. Die habe ich natürlich wieder mit neuen Eichenleisten belegt, weil sie natürlich total ausgeschliffen waren, üblich bei so alten Möbeln. Und natürlich mussten auch an den Traversen Einsatzarbeiten vorgenommen werden. Da gehe ich jetzt aber nicht näher darauf ein, weil das wird ja schon in anderen Videos deutlich gezeigt. Und auch die Neubelegung mit den Schlüsselschildern, man sieht hier, das waren nicht die ersten. Die habe ich mit der Kundin zusammen nach dem einzig originalen Beschlag beim Innenteil ausgewählt und dann entsprechend mit großem Aufwand sie eingelassen. Auch das zeige ich in anderen Videos, so da ich dann nicht näher darauf eingehe jetzt. Interessant war eigentlich wohl jetzt hier das Schloss der Zylinderklappe, denn es ist ein altes Schloss und das möchte man natürlich erhalten. Aber was macht man, wenn jetzt die Feder kaputt ist? Also mal ebenso eine Feder nacharbeiten, das wird wohl nur ein gekonnter Schmied schaffen. Da ist mir die Idee gekommen, einfach eine Feder eines anderen Schlosses hier zu integrieren, sodass der Mechanismus auf jeden Fall jetzt wieder funktioniert. Das Leben des Sekretärs stellte sich erstmal so dar zum Restaurieren. Nach Abnahme der Klappe war das ganze Ausmaß aber zu sehen. Furnierschäden ohne Ende, fehlende defekte Knöpfe. Und dann hier das Blindholz vor allen Dingen, was durch die Klappe abgewetzt worden ist. Die kleinen Schublädchen, nicht nur abgebrochene Teile, sondern auch die ganzen Seiten, die Zinken, alles abgebrochen. Und innen fehlten dann noch jede Menge Laufleisten. Also wirklich Arbeit ohne Ende. Und dann noch erstmal durch das Furnier bestimmen, auch nicht alltäglich, eben hier Platane und Buchsbaum. Aber letztendlich ist dann doch geglückt, mit viel Zeitaufwand das wieder herzustellen. Da zählten dann Schubladenböden verlängern und neu verleimen, Eingriff nach Originalvorlage nachdrechseln und überhaupt das ganze Polieren eher zu den weniger zeitaufwendigen Arbeiten. Aber es hat sich gelohnt, ein schöner Sekretär, der jetzt hoffentlich wieder für viele Jahrzehnte Freude bereiten kann.